Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dalbert TV. Tag 14, 0 Uhr, die Welle hat begonnen. Ich stehe am Forschungstisch, weil ich habe mir jetzt endlich erlaubt, dieses Buch hier bei einem Händler zu kaufen. Wir waren eben unten in der Stadt, haben dort ein paar Autos gelootet und habe dann in dem Supermarkt, in dem Panorama, dieses Buch gekauft. Oder vielleicht war es auch davor, ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt sehe ich gerade, ich habe es zweimal, ich hätte es also sogar schon gehabt. Naja, ist jetzt auch egal. Dann forschen wir hier einfach mal durch. Ein Nahkampf ist ja genau das, was ich tue. Da ist das ja dann schon mal ganz gut, wenn ich hier nochmal so ein bisschen Damage reinhole. Und dann gucken wir mal, was die Falle so veranstaltet. Oh, da fehlen schon wieder Skillpunkte. Oh, ich dachte, ich hätte unendlich viele, aber dem ist wohl nicht so. Dann gehen wir mal gucken. Ach, da ist ja schon Action. Guck mal. Die laufen ja durch. Die schwärmen wieder nur, ne? Wenn ich das richtig sehe. Schwer, schwer. Ja, da kommen wieder nur die Schweren. Wo hängen die Leichten? Oder sterben sie? Oh, Moment, ich muss da mal eben entgegenlaufen, weil ich in der Base will ich die eigentlich nicht drin haben, die Jungs. Ups. Einmal kurz ein bisschen was wegräumen. Oh, das war doch schon einiges, ne? Machen wir das anders. Hüpfe ich noch mal runter. Damit dürften die dann den ganzen Weg wieder zurückstiefeln. Dann mal mit den Jungs mal ein bisschen im Kreis. So, und jetzt gucken wir mal. Weil ich habe nämlich für das Wasserproblem da unten noch keine so richtige Lösung gefunden. Wenn ich da jetzt einfach mal runterhüpfe. Ups, da sind nämlich auf jeden Fall welche drin. Das sehe ich schon mal. Und ich glaube, die sind tatsächlich auch da unten. Da springen mir noch neue auf den Kopf. Mal sehen, was mich da jetzt verfolgt gleich. Oh, okay, doch, da hat sich schon einiges gesammelt. Mal sehen, ob die Treppe hier das überlebt, wenn ich hier einfach mal rüberhüpfe. Und was macht der da oben? Da sollte der doch gar nicht sein. Naja, egal. So, jetzt bin ich dran. Hüpfen wir einmal hier runter. Ist einer mitgekommen? Nee. So, dann schnell wieder oben rum. Und dann bleiben wir dann trotzdem oben stehen. Was mir gerade noch einfällt, ich sollte noch ein bisschen Forschungsmaterial bauen. Brauche ich noch ein paar Blätter. Auch noch so eine Quest. Das erledige ich jetzt mal schnell, damit wir da mal mit diesen Nebenquests nebenbei noch fertig werden hier. Da ist er. So. Dann haben wir das und dann gehen wir den Jungs hier oben wieder ein bisschen entgegen. Okay, ich bin mir nicht sicher, aber die kommen, glaube ich, schon recht gut vom Schaden her hier oben an. Und es sind halt, wie gesagt, wieder nur die Schweren, die hier ankommen. Wir machen das mal anders. Ali hopp. So, wenn wir mal hier so hinstellen, weil dann habe ich nämlich auch einen vernünftigen Überblick, was hier unten so los ist. Okay, also hier vorne kommen sie soweit durch, wie ich das sehe, ne? Kurz einmal hier die Ads wegräumen. Warum auch immer der jetzt da reingerannt ist, weiß ich nicht. Da kommt noch ein bisschen was von hinten. Oh oh, oh oh, oh oh. Okay. Wir gehen noch mal baden. Mal sehen, was sich da noch mal unten gesammelt hat. Das ist ja schon spektakulär. Boah, es ist echt viel. Weiß echt nicht, ob ich das so beibehalten kann, wie ich das jetzt hier gerade mache. Okay, so viel zu der Treppe. Das war eh nur zum Testen. Der hatte keine wirkliche Funktion und der Test ist auch irgendwie fehlgeschlagen. Ich jetzt versuche hier durchzuhüpfen. Das wird doch nichts, ne? Nein, ich hüpfe nochmal runter. Herrlich. Ach ja, schön. Und sie springen mir hinterher, die Jungs. Oh, jetzt Sandwich hier von beiden Seiten.
oder ist da doch wieder einiges? Ich werde jetzt den Nahkampf nicht machen. Ich will das jetzt mal versuchen, ob wir die auch ohne hinkriegen. Aber ich fürchte, das wird nichts, weil die halt einfach zu doll runtergeschlagen werden. Es war eigentlich schon eine ordentliche Portion Firepower drin, aber das wird nicht ausreichen, um die alle wegzukriegen. Sieht zumindest nicht danach aus, als würde es ausreichen. So, also durch die Pfeilen laufen funktioniert nicht, das haben wir ja schon festgestellt. Dann hüpfe ich jetzt einfach hier runter auf die Brücke. Oh, muss ich auch, weil ich sehe gerade, dass ich hier Gesellschaft habe. Ey, das ist mein Zuhause. Ist das in Ruhe? Einmal kurz gucken, ob hier was kaputt ist. Das hier ist das wichtigste Element. Wenn die das kaputt kriegen, ne, dann fällt meine gesamte Base inklusive Fallenstraße einfach in sich zusammen. Guck mal, was da an Zombies runterkommen. Ist ja schon besser als Fernsehen gucken. Hm. Okay, das heißt also, der Aufbau, so wie ich es jetzt gemacht habe, hilft uns auch nicht weiter, weil die Jungs sich trotzdem irgendwie da oben aufschauen. Ich würde gerne mal vernünftig in Ruhe gucken, aber da kommen wir nicht so. Weil hier ständig so ein paar von den schweren Jungs durchkommen. Aber wobei, jetzt warten wir den Axttypen hier noch ab. Tschüss, und jetzt gucken wir mal. So, also, das sind schwere, das ist alles egal. Und die leichten stauen sich hier doch wieder auf. Ja, sie kommen besser durch als bei den Schneidwerkzeugen hier hinten. Da kommen sie ja scheinbar gar nicht durch. Aber sie stauen sich trotzdem massiv auf. Und das bringt halt immer wieder diese Probleme. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das nimmt mir so ein bisschen die Lust auch an der ganzen Geschichte. Weil es ist halt wirklich das Ding. Auf der einen Seite, ich will nicht immer mit Plasmaschockern bauen, weil das ist auf Dauer halt auch ultra langweilig. Nicht nur für euch, sondern auch für mich. Und mit anderen Sachen zu bauen, ist halt Käse. Und selbst wenn ich jetzt alles mit einer Mauer noch umrande, sodass die nicht runterfallen können, das wäre ja möglich, dann wäre der Spot, den ich gewählt habe, aber völlig absurd. Ne, weil darum ging es ja bei diesem Spot auch, dass man die Möglichkeit hat, die ein bisschen ins Wasser zu lotsen. Und die zweite Geschichte ist halt einfach, selbst wenn ich Mauern drumherum baue, stauen, tun die sich trotzdem. Und dann fangen die immer an, meinen Eingang kaputt zu schlagen. Das kennen wir ja auch schon aus den letzten Staffeln. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen blöd. Und ihr seht es, da im Schleifer bleiben viele schon direkt hängen. Das Einzige, was mir einfallen würde, was ich dahin machen kann, um die vom Stauen abzuhalten, wären Bodenstachelfallen. Könnte ich mir vorstellen. Das könnte funktionieren. Aber daraus die ganze Falle zu bauen, ist ja auf Dauer auch irgendwie langweilig, ne? Oh ja. Mach dich mal hinfort. Oh, die haben hier meine Wand eingerissen. Die Frechdachsen. Oder war ich das selber? Bin mir gerade nicht sicher. Habe ich irgendwas dabei, um das zu beheben gerade? Nein, habe ich nicht. Na, ist egal. Lass was. So. Es ist immer noch 0 Uhr. Ist gerade ruhig. Ja, dann lasst uns mal nochmal ins Wasser hüpfen. Mal gucken, was da drinnen so rumkreucht. Boah. Seht ihr das? So tief bin ich, glaube ich, noch nie runtergegangen. Das war jetzt wirklich gerade der Grund. Und, also der Grund vom Fluss, wenn man das so nennen will. So, jetzt versuchen wir es mal langsam. So. Gucken wir mal, ob wir die alle mitkriegen hier oder ob die dann wieder zurückrennen. Das ist halt auch immer die Krux, wenn ich zu schnell bin, dann drehen die einfach um und laufen wieder zurück ins Wasser. Guck, da fangen sie nämlich an. Nee, die wollen die Treppe hoch aktuell noch. Gucken, wie lange das dauert, bis die kaputt ist. So, im Chat auf Twitch kommt gerade der Vorschlag, dass ich den Eingangsbereich doch 2 breit machen soll. Wäre auf jeden Fall nochmal ein Versuch wert für die nächste Horde-Nacht, aber
wird, das ist ja das, was ich in den letzten Staffeln immer gemacht habe, so Zweier- oder Dreier-Eingangsbereich, die stauen sich trotzdem auf. Ne? Die fallen dann zwar nicht mehr runter, aber das mit dem Runterfallen, das ist gar nicht so das Problem. Sondern genau das, was da jetzt gerade passiert. Du hast dann immer einen riesen Pulk an Zombies da vorne stehen und die hinteren, seht ihr jetzt auch, die ganzen Balkenwerfer und so, fangen an, meine Sachen kaputt zu hauen. Und das ist ja meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache. Kommt gerade noch ein weiterer Vorschlag aus dem Twitch-Chat. Ich soll die Falle nicht nach oben, sondern in Richtung nach unten bauen. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Versuch wert tatsächlich. Bräuchte ich ein bisschen Baumaterial. Ich glaube, da hole ich mir mal gerade was. Das können wir nämlich mal testen. Und zwar ist da der Tenor der Aussage, wenn ich näher am Wasserspiegel stehe, wenn ich das richtig verstehe, sollten die Zombies von alleine wieder hochgerannt kommen. Und das werden wir jetzt mal testen. Ich hole jetzt mal ein bisschen Holz, das muss ja nichts Großes sein. Und dann baue ich mir von hier oben einfach mal Leitern nach ganz unten. Bis an die Wasseroberfläche. Und dann gucken wir mal, ob die Jungs dann da unten aus dem Tümpel wieder rauskommen. Das ist eine gute Idee. Mal gucken, ob das klappt. Hier haben wir Baumaterial drin. Ich weiß gar nicht, was brauche ich für Treppen nochmal. Ich glaube nur Holz, ne? Holz und Rang. Wer hätte es für möglich gehalten? Lasst mich raten, habe ich mehr als genug von. So, und auf geht die Reise. So, das heißt also, ich fange im Prinzip hier vorne einfach an. Das ist ja jetzt eh nur zum Testen. Genau über den Jungs. Und mach das mal so, damit die jetzt nicht auch direkt von der Brücke aus da dran kommen. So ist gut. So, ist gerade keiner da. Sehr schön, dann können wir einfach weiterbauen. Zack. Zack. So, also im Prinzip bis an die Wasseroberfläche. Jetzt sage ich, ich habe nicht genug. Doch, habe ich. So, jetzt wäre ich auf jeden Fall im Wasser drin, wenn ich noch eine weiter baue. Dann mache ich das mal nicht. So, es fallen immer noch tonnenweise Zombies runter. Aber es scheint nichts zu ändern. Habe ich so den Eindruck. Weil die ja immer noch da vorne hin müssen, um mich zu erreichen. Die müssen ja immer noch hier rüber laufen. Da sind jetzt schon so viele reingefallen, da wäre der erste auf jeden Fall schon hier angekommen. Machen wir mal kurz einen Gegencheck, dass auch wirklich welche da unten drin sind. Nicht, dass ich mich hier jetzt total vertue. Aber es fallen ja permanent welche rein. Geht gar nicht anders. Oh je, ja, alles klar. Da ist alles voll. Riesen sind da. Ach ja, richtig, wir haben ja eine gerade Nacht, ne? Das heißt, sogar die Riesen hocken da unten drin. In der Pfütze. Und für die habe ich noch nicht mal was gebaut, fällt mir gerade mal wieder ein. Ja. Wie viele Riesen sehen wir denn? Oh, oh. Da musste ich jetzt, sonst wäre ich gestorben. Ich sehe nur einen aktuell, das ist ja schon mal super. Stimmt, an die großen Buben, da ist noch einer. Zwei. Der haut meine Dinger da kaputt. Meine Beete. Der Frechdachs. Das ist halt auch so ein Ding. Ich bin für den definitiv in Reichweite und trotzdem ist er der Meinung, meine Beete kaputt hauen zu müssen. Muss ich dem mal was reindrücken. Weil ich stehe quasi neben ihm. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe nichts wegen den ganzen Zombies. Okay, es rennen auf jeden Fall ein paar mehr von den Dudes hier rum. Und die Riesen interessieren sich mal so gar nicht für mich gerade. Selbst wenn ich sie anschieße, nicht? Einer. Der eine macht meine Solarpaneele kaputt. Ey, hör mal auf. Oha, das war keine so gute Idee, merke ich gerade. Wir laufen nochmal rum.
Ah ja, stimmt. Ich habe ja auch noch die ganzen aus dem Wasser jetzt auch noch rausgeholt. Plus die, die sowieso die ganze Zeit reinspawnen. Aber die Riesen ignorieren mich völlig. Ne, tun sie nicht. Jetzt haben sie mich. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir die Riesen kriegen. Also der Eingangsbereich ist riesenkompatibel. Da müssten die eigentlich durchlaufen können, bis zur Brücke. Mal sehen, ob ich das irgendwie für mich nutzen kann. Also bis hierhin quasi. Bis hier ist es riesenkompatibel. So, da sehe ich zwei, aber es waren glaube ich drei. Kurz einmal meine Waffe reparieren. So, einer ist hier und ich glaube, der andere hat schon wieder ist schon wieder nach unten gefallen. Oh, Backe. Ja. Okay, jetzt habe ich derbe FPS-Einbrüche gerade. Bin runter auf 10 FPS, ich sehe gar nichts mehr. Spam einfach nur die linke Maustaste dran und hoffe, dass ich hier lebend es schaffe, rüber zu hüpfen. Ne, das wird nichts. Okay, da haben sie mich gerade runtergezogen. Wie mies. So, dann gucken wir noch mal. Meine Waffe habe ich ja noch. Alles gut. Und jetzt versuchen sie wieder hierher zu kommen. Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Die verstopfen sich da unten und hängen da. Ne, ihr seht es jetzt auch ganz gut, wenn man von hier guckt. Da baut sich ein riesen Pulk auf. Und je breiter ich das Ding baue, je mehr Angriffsfläche haben die Jungs halt einfach. Und verstopfen tun sie sowieso, weil die kommen ja nicht weiter. Da müsste ich das Ding schon 10 Felder breit bauen. Und ich glaube, selbst dann wird es noch verstopfen, weil ich da ja auch Pfeile reinpacken muss. So. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich an mein Zeug wieder rankomme. So, ich glaube, die Riesen sind da baden. Könnte ich es vielleicht doch schaffen, an mein Zeug wieder ranzukommen. Warten wir einmal kurz, bis sich der Pulk da unten gelegt hat. So. Und dann müsste ich da eigentlich mal runterhüpfen und meinen Krempel holen. Nur die Tasche bitte, wenn es geht. Hat geklappt. Sehr schön. So. Also, ich glaube, die Problematik mit dem Runterbauen, das funktioniert nicht, weil die ja trotzdem hier lang müssen, um zu mir hinzukommen. Also, das wird wohl nichts. Ich bin echt gespannt. Ich bin ja nackig. Nein, nee, ich habe einen Eisbärenpelz noch an. Das reicht ja erstmal. So, wir gehen nochmal runter. Ich will das nochmal testen, ob sich da unten irgendwas tut. Aber ich glaube, da waren ja sogar Riesen mit drin und alles. Und die Riesen müssten hier eigentlich an mich rankommen, weil hier ist das Wasser ja auch nicht so tief. Trotzdem kommen die nicht raus da unten. Dann gucken, ob man irgendwas auf der Wasseroberfläche erkennen kann. Tut man aber nicht. Okay, also sobald ich jetzt ins Wasser reinhüpfe, geht es hier wieder los. Oh, doch, irgendwas ist jetzt unter mir hier zugange. Ich hüpfe mal direkt hier rein. Ich weiß nämlich nicht, wie tief das ist. Mal kurz gucken. Okay, ist doch noch ziemlich tief. Man sieht nämlich nichts. Ja, der Riese lässt sich da noch komplett versenken, wo meine Leiter ist. So, wie viele Riesen haben wir denn jetzt tatsächlich? Boah, sind das viele. Oh. Oh. 25 FPS.
Aber gut, ich erkenne auch nichts mehr auf dem Bild. Ne? Also es ist wirklich jetzt nur noch ein Misch aus Rot, Funken, Explosionen und blaue Blitze zwischendurch. Aber ich nehme noch. Oh, jetzt ist der große Bursche mit dabei. Egal, ich prügel jetzt mal weiter drauf. Zwei große sehe ich, zwei Hintern. Okay. So, einmal looten. Und das war's. Gut, so geht's natürlich auch. Ich kann die Fallenstraße einfach stehen lassen. Mich einfach da oben irgendwo hinsetzen, warten, bis die Nacht vorbei ist. Dann ins Wasser hüpfen. Die gesamte gesammelte Horde auf einen Schlag mitnehmen, kurz stehen bleiben und alle töten. Das wäre natürlich auch eine Option, die man machen könnte. So, wie viele Forschungspunkte haben wir jetzt bekommen? Gar keiner. Noch mal reingucken. Hey, wo sind die? Ja, 1400. Dann können wir gleich noch mal ein bisschen was skillen gehen. Okay, also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das diesmal ohne zu machen. Aber so wie es aktuell gebaut ist, scheint es nicht zu funktionieren. Wir können das gerne noch mal probieren. Das ist ja jetzt nicht so aufwendig, hier noch mal die Brücke breiter zu machen. Hier in dem unteren Teil. So, nehmen wir das hier noch mit. Genau. Also ich könnte hier die Brücke ohne Probleme noch mal ein Feld verbreitern. Da würde ich einfach hier noch mal eine dranhängen quasi. Mal kurz gucken, ein bisschen Material müsste ich... Ah ne, ich habe keine Brücken. Schade. Genau, aber dann würde ich einfach hier noch mal eine, aber ich kann trotzdem gucken, ob es geht. Ja, kann ich. Ja, und so kann ich sie noch mal einen breiter machen. Oder ich gehe sogar so weit und baue komplett eine ganze Reihe die Brücken so. Und dann hätte ich den Eingangsbereich drei Felder breit. Und dann nochmal Treppen nach unten, dass das auch passt. Und ja, dann hätten sie da die Möglichkeit, sich hier auf drei Felder zu verteilen. Aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, aber das können wir ja nochmal testen ohne Probleme. Sobald ich die Fallen da reingestellt habe, wird das genauso laufen. Die Frage ist, was baue ich für Fallen? Baue ich die Reihe, die ich jetzt hier gebaut habe, einfach 1:1 dreimal nach, sodass die nebeneinander sind? Oder mache ich lieber so ein bisschen Mischmasch? Ja, dass wir direkt am Anfang so eine haben, daneben dann so eine meinetwegen und dann so ein Ding, sodass die quasi auf jeder Reihe an einer anderen Falle dran stecken. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir starten mit dem Meisterblade. Nochmal das letzte, was wir hier im Nahkampfbereich an Power zufügen können. Sind ja noch nicht stark genug. Und danach können wir nur noch über diese Schienen hier was machen. Da habe ich aber aktuell leider nur eine Diplomarbeit, fehlen noch drei. Und dementsprechend geht da nichts weiter. Da ich jetzt gesagt habe, ich will ausschließlich mit roten Sachen spielen, werde ich mich dann hier noch nicht so drauf stürzen. Da hebe ich mir die Punkte gerade noch für andere Sachen auf. Schild habe ich aktuell auch noch nicht. Brauche ich also auch noch nicht skillen. Und die Heilkraft von Gegenständen, ich heile mich ja, während ich schlage selbst. Von daher werde ich die wohl nicht ganz so häufig benutzen. Dann haben wir hier oben noch den Meisterkämpfer. Da fehlt mir noch ein Buch. Geheimagent fehlt mir auch noch ein Buch. Dementsprechend kommen wir hier nicht weiter. Menschenjäger ist PvP. Den brauchen wir nicht. Wo ich aber ganz gerne noch rein wollen würde, wäre einmal in den Angelbereich, weil das mache ich jetzt doch schon ein bisschen häufiger, dass man einmal voll ausgeskillt habe. Und dann würde ich sagen, haben wir nochmal irgendeine Quest abgeschlossen, sehr schön. Haben wir noch 100 Punkte frei. Wo packen wir die jetzt rein? Geheimagent, Menschenjäger ging nicht. Ja, dann packe ich sie doch in den Mediziner. Was soll's, bevor sie nachher hier einfach vergammeln, kommen sie da rein. Wir sind im Schneebiom und gucken jetzt mal, was die Angelskills so bringen. Irgendwie sehe ich da jetzt noch keinen so großen Unterschied zu vorher, obwohl ich jetzt alles durchgeskillt habe. Gucken nochmal, Balkengröße und so. Oder sind die Fische jetzt einfach langsamer? Naja gut, bis jetzt sind ja nur Tier 1 Fische gekommen. Sehen wir gleich, wenn Tier 3 Fische kommen. Da jetzt übrigens nochmal finales Ergebnis zum Angeln. Meine Erkenntnis, in den ganzen Inselbereichen bzw. grünen Biomen gibt es Tier 1 Fische. In dem Wüstenbiom ausschließlich Tier 2 Fische, war meine Erfahrung bis jetzt. Und hier in dem Schneefeld gibt es Tier 1 und Tier 3 Fische. Wobei ich im Moment irgendwie nur Tier 1 Fische kriege. Keine Ahnung, wer die Tier 3er kaputt gemacht hat. War ja aber noch ein paar Köder.
Wie gesagt, ging jetzt einmal darum, euch hier einmal zu präsentieren, wie das mit dem Angeln funktioniert. Wenn man voll ausgeskillt hat und eine Plastikangelrute hat, aber solange nur Tier 1 Fische kommen, bringt der Skill auch nicht sonderlich viel. Na, wir gucken mal. Oh, das ist ein besserer hier. No. Was haben wir da? Ein Lachs, glaube ich, ne? Jawohl. Das ist schon mal eine Nummer größer. Bar Joker von Twitch schreibt gerade, ich soll mir einen Angelteich bauen. Habe ich da hinten tatsächlich schon stehen. Problem ist allerdings, wenn ich den Angelteich auf Stufe 3 aufwerte, kriege ich dort ja alle Fische von Tier 1 bis Tier 3. Solange ich hier im Schneegebiet angle, kriege ich nur die Tier 1 und die Tier 3 Fische. Das heißt, meiner Meinung nach ist die Chance viel, viel größer, Tier 3 Fische zu bekommen. Und in der Wüste kriege ich nur Tier 2 Fische. Dementsprechend, wenn ich da gezielt angeln will, gehe ich dann in die jeweiligen Gebiete. Und den Angelteich, den ich da hinten gebaut habe, habe ich nur auf Stufe 2 aufgewertet, damit ich nicht immer in die Wüste muss. Also wenn ich jetzt Tier 1 oder Tier 2 Fische brauche, dann angle ich meinen Angelteich da hinten weg. Da ist er. Und ansonsten angle ich einfach hier in den Gebieten, wo man die jeweiligen Fische bekommt. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, war ein normaler Koi. Ne? Aber ist nicht schlimm. Ich wollte die eh haben fürs Aquarium. Dann fehlt jetzt noch der andere. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, der Ayu. Ayu oder so ähnlich heißt er. Gucken, ob wir den auch noch kriegen. Und dann können wir gleich mal den das Aquarium hinten voll machen. Ich glaube, dann haben wir wirklich alle Fische drin, die es gibt. Fände ich ja auch schon mal ganz cool. Ups. Guardian Angel schreibt, ich soll mir das Bufffood mal anschauen auf Twitch. Habe ich schon. Und ich habe ja sonst immer das Geburtstagsfeier-Set, was auch einen Angelbonus gibt. Was war das? Ach, Lehm. Was auch einen Angelbonus gibt, ist ausgelaufen kurz vor der Horde-Nacht. Ja, aber die Sachen geben ja alle nur einen Bonus auf die Balkengröße und die Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist schon IU, oder? Jawohl, das ist alles, was ich haben wollte. So, der Hinweis bezüglich des Essens mit den Angelbuffs. Haben wir einmal hier das japanische Essen. Also ich gucke mir jetzt wirklich nur von den 6 besten Sets an, die es gibt. Hiermit kann man die Angelzeit nochmal um 10% verringern. Also die Zeit, die man den Fisch erwischen muss, damit man ihn fängt. Und mit dem Geburtstagsfeier-Set kann man die Angelgröße nochmal um 20% erhöhen. Ansonsten bin ich jetzt tatsächlich auf Maximum, wenn ich das Bufffood mir jetzt genehmige. Dann stand noch eine Sache aus, und zwar kam noch die Frage auf, ob ich hier Beete und so ein Kram hinstellen kann. Die normalen Beete zum Essen funktionieren, das ist schon mal gut. Die Buschplantagen allerdings gehen leider nicht. Die Baumplantagen auch nicht und das Kaktusdingen auch nicht. Und ich glaube, die Dinger hier kann man hier auch nicht hinstellen. Ja, also da bin ich wirklich gezwungen, die an Land irgendwo zu platzieren. Könnte jetzt die Beete hier rüber ziehen, macht aber keinen Unterschied, weil ich ja eh irgendwas da drüben bauen muss. Und dann kam noch die zweite Frage auf bezüglich der Tierfallen. Und auch die kann man leider nicht auf Fundamente setzen, so wie es aussieht. Das geht auch nicht. Die hier, die gingen, glaube ich. Ja, die könnte ich jetzt hier draufsetzen, die Vogelfallen, aber mehr leider auch nicht. Und der Vollständigkeit halber, damit wir jetzt auch alles zusammen haben, wo war denn der Teich nochmal drin? Ich habe keine Ahnung. War der hier? Da ist er. Da gehe ich mal nach ganz oben. Oh, das würde gehen. Also den Teich kannst du auch auf Strukturen drauf bauen, die anderen Sachen aber nicht. Judy, dann würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Feierabend. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.